Herzlich willkommen im Würz TV Studio. Neben mir steht heute mein Kollege, der Matthias. Er ist Produktmanager und Experte für Dübeltechnik. Und in der heutigen Folge geht es um die Betonschraube WBS. Matthias, für was kann ich die Betonschraube WBS verwenden hauptsächlich? Wie der Name schon sagt, die Betonschraube wird im Beton eingesetzt. Das heißt, einfach ein Bohrloch bohren, Bohrloch reinigen und dann wird die Schraube direkt ohne Dübel im Bohrloch gesetzt. Das kann ich sowohl im gerissenen als auch im ungerissenen Beton mal machen. Genau. Die längeren Varianten haben eine sogenannte Option 1 Zulassung, das heißt für den gerissenen und ungerissenen Beton zugelassen. Die kürzeren Varianten haben eine Zulassung für Mehrfachbefestigung. Kannst du für unsere Zuseherinnen und Zuseher ein paar Beispiele bringen, was sie alles montieren könnten im Beton? Ja, speziell im HKLS-Bereich wird sehr gerne Varifix-Schienen damit montiert, aber auch Gewindeaufhängungen, Affenschaukeln werden damit montiert. Also grundsätzlich im Installationsbereich, aber auch im Metallbereich diese Betonschraube sehr gerne hergenommen. Matthias, weil du das gerade erwähnt hast, Varipix, falls es dich interessiert, wir haben hier auch ein Video verlinkt zu unseren Varipix-Schnellmontagesystemen. Klickt gerne drauf. Matthias, wann nehme ich dann jetzt welchen Werkstoff? Also wir haben die Betonschraube einmal in der Stahlverzinkten-Ausführung und einmal die Edelstahl A4-Ausführung. Im trockenen Innenbereich nimmt man Stahlverzinkt, im Außenbereich bzw. in Feuchträumen wird Edelstahl A4 verwendet. Wenn wir jetzt über die Vorteile der Betonschraube WBS sprechen, was sind da die größten aus deiner die Sicht? Die größten, einfach und schnell zum Setzen und sofort belastbar. Klingt schon einmal sehr praktisch. Wie ist das dann, kann ich die auch nach der Montage noch ein bisschen justieren? Ja, speziell im Geländerbau hat man die Möglichkeit, dass man die Schraube wieder löst, dann entsprechend das Geländer ausrichtet zum Beispiel und dann kann man die Schraube wieder festziehen. Und wie viele verschiedene Kopfformen gibt es bei der Betonschraube? Einige, also für jeden Anwendungsbereich gibt es entweder Sixkantkopf, es gibt die Muffenvariante, da hat man dann auch M8, M10 Anschlussgewinde drinnen. Es gibt die Montageschienenschraube oder Large Fanhead, wie sie heißt. Es gibt eine kleine Panhead-Variante davon. Eine Stockschraubenvariante gibt es noch. Speziell für den Holzbaubereich gibt es nur die Sechskantkopf mit großer DIN 440er Scheibe und die normale Sechskantkopf mit angepresster Scheibe gäbe es auch noch. Das heißt, ich habe auch sehr kleine Achs- und Randabstände durch eine sehr geringe Spreizwirkung, richtig? Genau, wenn man vergleicht einen Fixanker zum Beispiel, der spreizt gegen das Bohrloch. Bei der Betonschraube ist es so, die wird formschlüssig in den Beton gedreht. Das heißt, es passieren nicht wirklich Spreizwirkungen auf der Bohrlochwand und deswegen erzielt man mit der Betonschraube geringe Achs- und Randabstände. Und es ist auch kein Montagedrehmoment erforderlich? In dem Fall nicht, nein. Man setzt einfach den Schlagschrauber an, bis das Bauteil fest anliegt und dann war es das. Können wir uns das einmal gemeinsam anschauen? Ja, schauen wir es in der Praxis an. Das schaut jetzt schon sehr verdächtig nach Montageinstrument aus. Werden wir das gleich brauchen? Ja, genau. Richtig erraten. Dankeschön. Es ist ein spezieller Saugbohrer. Dadurch kann man das Bohrmehl direkt im Bohrloch absaugen. Äußerst praktisch. Ja. Bitte zeig mir das einmal. Schauen wir es ja an. Also speziell bei dem Bohrer findet man da zwar Absauglöcher, die dann bis daher gehen. Da wird dann der Staubsauger entsprechend angesteckt und bei den zwei Bohrungen da hervor wird einfach das Bohrmehl direkt an der Bohrlochwand abgesaugt. Ihr habt das jetzt aus der Ferne zwar nur beobachtet, aber muss sagen, das schaut wirklich 1A aus. Vor allem, da ist einfach überhaupt kein Staub. Genau, und es ist sehr schnell gegangen. Ja, und jeder Handwerker, jede Handwerkerin kennt das Problem. Normalerweise beim Bohren, vom Putzen fange ich nachher erst gar nicht an. Also ist wirklich, glaube ich, eine Investition wert. Wenn ihr noch Fragen habt, hinterlasst uns einfach einen Kommentar. Danke, dass ihr heute dabei wart und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss! Tschüss!